Ja, Pappe solltet ihr jetzt nicht wegschmeißen, ihr Lieben, denn die könnt ihr im Herbst und im Winter hervorragend im Garten gebrauchen. Wofür man die gut gebrauchen kann, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr Lieben, ich habe hier schon jede Menge große Stücke Pappe gesammelt. Da war mein Fahrrad dran. Und was mache ich jetzt mit der Pappe? Ja, ihr könnt es hier sehen, mein Nutzbeet. Und das sieht ja aus wie Kraut und Rüben, ist mittlerweile abgeerntet. Und ja, genau dieses Kraut und Rüben, das ist immer ein Problem. Ja, und genau diese Kraut und Rüben, die sind natürlich das Problem. Ja, das Beikraut, im Volksmund auch Unkraut genannt. Das wächst nämlich auch im Herbst und im Winter. Und ja, wenn man dann das Beet brach liegen lässt über den Winter, dann hat man im Frühjahr richtig viel Unkraut in dem Beet und muss dann ja richtig da Arbeit leisten und das wieder rausziehen. Und bei mir hat sich das schon gut ausgebreitet. Aber was passiert, wenn Unkraut kein Licht bekommt? Auch dann geht es ein. Und hier kommt dann entsprechend meine Pappe ins Spiel. Ja, ganz wichtig, ich nehme hier natürlich unbehandelte Pappe, die nicht bedruckt ist. Klebeband und all sowas ist entfernt. Möglichst große Stücke nehme ich. Und dann wird mit dieser Pappe hier das Beet einfach entsprechend bedeckt. Ja? Wenn ich irgendwo Pflanzen habe, die ich noch drin lasse, die hier überwintern, kann ich eben Löcher in die Pappe reinschneiden. Und dann ja, bleibt die Pappe da liegen und deckt das Unkraut Licht, ja, oder dunkel ab, sagen wir es mal so. Ja, lichtdunkel wollte ich sagen. Und ja, dann kann es sich natürlich nicht mehr weiterentwickeln. Und das Feld ist somit geschützt und ja, kann kein Unkraut mehr kriegen. Auch für die Pflanzen ist es ganz gut. Die Pappe lässt Wasser durch. Ja, das heißt, sie bekommen auch weiterhin ihr Wasser. Und so eine Pappe, ja, die besteht hier aus Zellulose. Zellulose, das regt natürlich so richtig die Regenwürmer an. Die mögen das total. Und das ist dann auch wieder gut für die Kleinstlebewesen, die im Boden sind. Die werden dadurch also aktiviert. So, was mache ich, wenn ich die Pappe ausgelegt habe? Das zeige ich euch auch. Das bleibt natürlich nicht so liegen. Ja, da kommt dann mein ganzes Laub drauf, was ich hier so jetzt habe, was anfällt. Ja, damit bedecke ich eben hier jetzt meine Pappe. Ja, und dann liegt das drauf, ist gut geschützt. Was mache ich noch drauf? Vielleicht auch nochmal Rasenschnitt, wenn der anfällt. Wenn ich irgendwo Erde habe, kommt die da auch nochmal drauf. Und das ist jetzt so nach und nach den ganzen Laub, der jetzt abfällt. Ihr seht, es ist ja noch ein bisschen was dran an den Bäumen. Da kommt noch viel dazu. Werde ich damit bedecken. Und dann habe ich eben mein Beet lichtdicht damit abgedeckt. Ja, unter der Laub- und Erdeschicht und alles, was ich so da jetzt drauf packe, da verrottet die dann problemlos bis zum Frühjahr. Ja, anschließend brauche ich dann nur noch so ein bisschen, was von dem Laub übergeblieben ist, in die Erde einarbeiten und dann kann ich ohne weiteres meine Pflanzen wieder setzen, ohne dass ich großartig Unkraut im Boden habe, den ich erstmal, ja, oder dass ich erstmal vorher entfernen muss. Also, ein guter Tipp, mit Pappe zu arbeiten. Ich kann es euch nur empfehlen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wer es noch nicht tut, da freue ich mich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.